Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und mein heutiger Gast ist meine Kollegin Julia Günther. Hallo Julia. Hallo Diana. Ja, sehr schön, dass du heute Zeit für mich hast. Du bist ganz neu bei Reisewelt, seit November diesen Jahres bist du bei uns und zuständig für die Kreuzfahrten. Ganz genau, ja. Direkt auch schon seit dem 1. November und bin die Produktmanagerin für die Kreuzfahrten bei der Reisewelt, ganz genau. Ja, einen Monat bin ich jetzt schon hier und ich freue mich auf viele weitere, die folgen werden. Ja, wir uns auch. Und du hast schon einiges erlebt. Du hast ein ganz aufregendes Wochenende hinter dir, denn du durftest letztes Wochenende bei einer Schiffstaufe in Dubai dabei sein. Das war bestimmt riesig toll, oder? Oh ja, allerdings. Ich war auch zum allerersten Mal überhaupt auf einem Kreuzfahrtschiff, also was ganz, ganz Neues für mich. Und es war wirklich ein wunderschönes, sehr aufregendes Wochenende. Ja, das glaube ich dir. Welches Schiff wurde dort getauft? Das war die MSC Virtuosa, das neueste Schiff von MSC in Dubai, eine tolle Metropole. Es war wirklich sehr beeindruckend. Und was würdest du sagen, was ist das Besondere an der MSC Virtuosa? Vielleicht hast du ein paar Eckdaten zum Schiff, die du uns geben kannst. Also das Besondere an der MSC Virtuosa ist erstmal, sie ist mit ihrem Schwesternschiff, der MSC Grandiosa, das größte Schiff der MSC-Flotte. Auch in Sachen Umweltfreundlichkeit ist sie ganz weit vorne mit dabei und erfüllt die neuesten Standards. MSC Cruises hat sich auch das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 emissionsfrei zu sein, ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Deswegen fand ich auch den Ort der Taufe wirklich passend gewählt, da sich beide dieses wundervolle Ziel gesetzt haben. Und ja, die MSC Virtuosa ist jetzt ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg. Und was gibt's zur Ausstattung zu sagen? Sehr, sehr vieles. Eben auch in Sachen Entertainment, Entspannung und auch Kulinarik. Da konnte mich die MSC Virtuosa mehr als überzeugen. 5 Swimmingpools, eine riesengroße Auswahl an verschiedenen Restaurants, 21 Bars und Lounges für jeden Anlass. Auch mehr als 6.300 Passagiere können hier an Bord gehen und alle Annehmlichkeiten genießen. Besonders hat mir der Unterhaltungsbereich am meisten gefallen. Dort gibt es ein 4D-Kino, sogar ein Formel-1-Simulator und auch die große Bowlingbahn und viele weitere Attraktionen waren wirklich überwältigend. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, wie viel Platz wirklich auf so einem Schiff ist. Ja, also man hat unendliche Möglichkeiten. Ja, da kommt wahrscheinlich keine Langeweile auf. Nein, bestimmt nicht. Ja, und so eine Schiffstaufe ist ja was ganz Besonderes. Wie läuft denn so ein Festtag ab? Was steht da alles auf dem Programm? Also morgens hatten wir erstmal eine kleine Schiffsbesichtigung, eine Schiffstour. Zwischenzeitlich hatten wir noch ein bisschen Zeit für so einen kleinen Snack, bevor es dann losging. Und ja, ganz schnell war der Nachmittag dann schon erreicht. Alle haben sich für die Festlichkeiten fertig gemacht. Die Herren haben sich in ihre Anzüge geworfen. Die Damen in wunderschöne festliche Abendkleider. Und um 17 Uhr haben sich dann alle Vertriebspartner zusammengefunden, wurde mit einem kleinen Gläschen Sekt angestoßen. Und circa nach einer Stunde sind wir dann direkt raus vors Schiff gegangen. Da ging es auf den roten Teppich. Es gab Musik, kleine Live-Show und sogar eine Falkenshow, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und ja, nach unzähligen Bildern haben sich dann alle Gäste vor der riesigen Bühne zusammengefunden, Platz genommen. Und ja, jeder war wirklich wahnsinnig aufgeregt, wie wohl das Abendprogramm aussehen wird. Und nach einer ganz kurzen Eröffnungsrede von dem bekannten TV-Moderator Omar Butti, ganz bekannt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, marschierte dann schon die Dubai Police Parade in Richtung Bühne und ja, hat uns da mit musikalischem Einsatz absolut verzaubert, war sehr schön anzuhören und anzusehen. Danach folgten noch einige Ansprachen, unter anderem von dem Vorsitzenden des Leitungs- und Kontrollgremiums von MSC und auch weitere Repräsentanten. Das Programm wurde dann auch durch den Einsatz verschiedener Videos von MSC besonders unterstrichen. Da hat man auch einfach nochmal so einen wahnsinnig schönen Eindruck bekommen, wie das Schiff aussieht, wie das Leben an Bord ist. Hat einfach ein ganz tolles Gefühl ausgelöst.
danach kam dann der Auftritt der Kapitäne und man bekam dann auch sofort Lust, die nächste Kreuzfahrt mit der Virtuosa zu buchen und direkt in See zu stechen. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und dann kam ja wahrscheinlich der Auftritt der Taufpatin. Das war wieder die Sophia Loren, die ja schon seit 2003 alle MSC-Schiffe getauft hat. Ja, genau. Kurze Zeit später wurde dann auch schon Sophia Loren angekündigt und in ihrem hellgrünen Hosenanzug betrat sie mit dem Schiffskapitän zusammen dann die Bühne. Dann gab es eine kurze Ansprache auf Italienisch und natürlich auch auf Englisch. Und dann kam dann auch schon das Zerschneiden des Bandes und dadurch wurde dann das traditionelle Zerschellen der Flasche ausgelöst, welches wiederum dann auch in einem beeindruckenden Feuerwerk vor Dubai Skyline endete. Das war wirklich ein wunderschönes Feuerwerk, wahnsinnig toll, auch im Hintergrund, man konnte die Skyline sehen, ein sehr schöner Anblick. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Kurz danach, zum Abschluss des Events, folgte dann auch noch ein wirklich grandioser Auftritt des Sängers Regan Boneman. Er hat uns 5 seiner bekanntesten Lieder vorgesungen und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Auftritt. Dann war das offizielle Event draußen erstmal beendet und danach ging dann das Publikum in das Restaurant von MSC und dort wurde uns dann auch ein wirklich, wirklich sehr leckeres Gourmet-Dinner serviert. Also sowieso das Essen an Bord war wirklich jedes Mal ein Traum, kann ich mehr als empfehlen. Und den Abend und die Nacht zelebrierten wir dann noch auf dem Sonnendeck des Schiffs, gab DJ, Musik, es wurde auch ein bisschen getanzt. Die Stimmung war wirklich sehr schön, sehr gut. Und ja, um 3 Uhr nachts ging es dann für mich wieder zurück in die Kabine und ja, ich war mehr als erschöpft, ließ mich dann nur noch ins Bett fallen und ja, leider nur 3 Stunden später klingelte schon wieder mein Wecker, denn es war der Abreisetag gekommen, ja. Ja, das hört sich doch nach einem sehr aufregenden und tollen Tag an, mit tollen Highlights auf jeden Fall, was Besonderes. Auf jeden Fall, das stimmt, ja. Und du hast ja jetzt eben erwähnt, Regan Boneman, der Sänger, war vor Ort und hat dort eine kleine Show gezeigt. Gab es denn noch weitere VIP-Gäste, die dann vor Ort waren? Auf jeden Fall und nicht zu wenig. Wir wurden beehrt durch Mitglieder der Königsfamilie. Das war auch ja einfach ein Wahnsinnsgefühl zu wissen, wow, also bei auch einer Schiffstaufe wird man hier von der Königsfamilie beehrt. Das war auf jeden Fall sehr, ja, ein sehr tolles Gefühl. Aber auch Minister und weitere Regierungsvertreter, Diplomaten aus Übersee und wie eben schon erwähnt, genau der Sänger Regan Boneman waren alle mit dabei bei der Schiffstaufe. Und wie es sich auch natürlich so gehört, kamen dann auch noch die Schiffskapitäne und Offiziere des Schiffes mit auf die Bühne. Und das Ganze hat draußen vor dem Schiff stattgefunden. Das heißt auch in Zeiten der Pandemie, dass man sich einfach auch sicher fühlen konnte, so ein großes Event dann doch unter freiem Himmel stattfinden zu lassen. Auf jeden Fall. Also wir hatten wahnsinnig viel Platz draußen. Es war sehr weitläufig, sehr groß. Auch die Stühle vor der Bühne hatten mehr als genug Abstand zwischen einander. Also man hatte wirklich jegliche Freiheit. Man musste nicht die Maske am Platz tragen. Also es war wirklich die richtige Wahl, das ganze Event nach draußen zu verlegen, zumal sich Dubai durch die angenehmen Temperaturen dafür ja auch wirklich anbietet. Ja, das stimmt. Ihr hattet, glaube ich, so 26 Grad. Also. Ja, es war schon schön angenehm warm, auf jeden Fall, ja. Ja, und dann hast du ja neben dem Schiff und der Schiffstaufe noch ein weiteres Highlight erleben dürfen, nämlich die Weltausstellung Expo, die noch bis Ende März nächsten Jahres in Dubai stationiert ist. Was war dort dein Highlight? Wie hat es dir gefallen? Also die Expo hat mir wahnsinnig gut gefallen. Allein schon der Eingang dorthin hat mich sprachlos gemacht. Es ist wirklich einfach überwältigend, wie eine andere Welt. Eine Welt, die so noch gar nicht existiert. Also es waren hohe und wirklich außergewöhnliche Gebäude, alle auf ihre eigene Art, ja, absolut einzigartig. Wege, Grünanlagen, Wasseranlagen, Pflanzen und Blumen, das es war alles vorhanden. Also es war wie so eine eigene Stadt tatsächlich. Auch mehrere Cafés und Foodtrucks waren vorhanden. Also alles, was das Herz begehrt.
Und die einzelnen Länderpavillons, die waren wirklich einfach spektakulär. Das muss man wirklich mindestens einmal im Leben gesehen haben. Da denke ich jetzt auch noch ein paar Tage später die ganze Zeit noch drüber nach. Und besonders hat mich hier der Pavillon der Vereinigten Arabischen Emiraten und auch der Pavillon von Saudi-Arabien begeistert. Die Vereinigten Arabischen Emiraten haben mit Sand und Licht eine spektakuläre Geschichtsstunde dargeboten. Und Saudi-Arabien hat auch den zweitgrößten Pavillon auf der Expo gehabt. Und ja, was im Innern dargestellt wird, das kann man mit Worten wirklich nur schwer ausdrücken. Also auch hier wurde man in eine ganz andere Welt gebracht. Von allen Seiten wurde man umschlossen und die Musik begleitete mich bei jedem Schritt, den ich durch den Pavillon ging. Ihr könnt auch gerne auf unserer Instagram-Seite noch einige Eindrücke dazu finden. Dann versteht ihr vielleicht auch, was ich meine. Und also zusammenfassend kann ich sagen, die Expo hat sich wirklich mehr als gelohnt. Das ist eine Erfahrung, die werde ich so schnell auf keinen Fall vergessen. Ja, das hört sich sehr beeindruckend an, was du hier erzählst. Also da besteht ja auch noch die Möglichkeit für unsere Hörer dran teilzunehmen. Wir haben verschiedene Reisen, wo wir die Expo inkludiert haben, sei es Kreuzfahrten oder eben auch die Flugreisen nach Dubai oder Abu Dhabi, wo wir eben auch die Möglichkeit bieten, die Expo zu besuchen, noch bis Ende März 2022. Also wer da Interesse hat, die Nachfrage ist gut und groß und wir haben bei unseren Dubai-Gruppen wirklich total begeisterte Gäste auch. Also das, was du hier sagst, das haben auch unsere Gäste so wiedergegeben. Kann man wirklich nur zustimmen. Ja, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu MSC Virtuosa. Du bist von Bord gegangen am Sonntag und das Schiff ist aber dann direkt auch weitergefahren, die Orientroute nehme ich an. Ganz genau, ja. Direkt am Tag meiner Abreise startete die MSC Virtuosa dann abends, 18 Uhr, ihre Reise Richtung Abu Dhabi. Dann ging es weiter nach Sir Banias und aktuell befindet sie sich auf See Richtung Doha, um dann wieder zurück nach Dubai zu fahren. Also bei dieser Route hat man wirklich die perfekte Möglichkeit, den Orient kennenzulernen. Also wenn Sie noch Zeit und Lust haben, wir sind hier bereit, Sie zu beraten und Ihnen wirklich einen wunderschönen Urlaub zu bescheren. Ja, Julia, vielen Dank für deine Eindrücke und Impressionen. Eine Frage habe ich noch. Haben wir denn schon eine Reise mit der MSC Virtuosa im Programm? Bisher tatsächlich noch nicht. Ich glaube, diese Entscheidung werde ich auch auf jeden Fall nochmal überdenken, was meine persönlichen Eindrücke auch eingeht. Und ja, aber auch Dubai und der Orient selber sind ja gerade sehr gefragt. Ich werde also mein Programm für das kommende Jahr wahrscheinlich nochmal überarbeiten. Also da wird wahrscheinlich noch eine Änderung dann kommen. Genau. Ja, ja, also da kommt dann sicher noch was. Und liebe Hörer, wenn Sie da Interesse haben, Sie finden unser komplettes Reiseangebot auf unserer Internetseite www.reisewelt-neuhof.de. Und neue Reisen werden auch immer per Newsletter bekannt gegeben. Also wenn Sie noch kein Abonnent sind, das lohnt sich auf jeden Fall. Der Newsletter erscheint einmal pro Woche und gerade neue Reisen oder auch Schiffstaufen, Events, solche Sachen werden auch immer im Newsletter nochmal bekannt gegeben und berichtet. Also da sollte man definitiv abonnieren klicken. Ja, Julia, vielen Dank für deine Zeit, für die Eindrücke, für die tollen Erzählungen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier darüber zu sprechen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne und ich denke, wir hören uns bestimmt wieder. Ich denke auch, ja. Ja, vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.